Ich habe in der Zwischenzeit, ich habe mir einen neuen Hund angeschafft. Ich habe ihn Gram getauft. Weil, hat einen Grund. Fenrir war ein Hund der nordischen Mythologie. Ein Hund von Hel. Hel hatte einen zweiten Hund. Der zweite Hund nannte sich Gram. Beide sitzen vor dem Eingang der Unterwelt. Deshalb haben wir jetzt Gram. Da steht er. Ich habe ihn auch schon gelevelt in der Zwischenzeit. Er ist, als ich die letzten paar Wasser-Power-Gems eben geholt habe, Stufe 10 geworden. Hat einen wunderbaren Perk bekommen, wie ich finde. Gar nicht mal schlecht. Hat gute Prozente. Hat bisher gut gelevelt. Warum er Überleben levelt auf Biegen und Brechen, habe ich keine Ahnung, aber Stärke und Vitalität passt. Der Perk passt auf. Plus 2 auf alles ist hervorragend. In dem Sinne, ich habe Hoffnung, dass mir dieser nicht 5 Minuten nach Beendigung des 20. Levels aufgeht. Ne? So. Unser Plan für heute ist, ich habe mit Free Soul in der Zwischenzeit das letzte Buch gesammelt für die Lichtmagie, das noch fehlte. Wir haben gestern Abend noch einen Kroko gelegt. Das habe ich einfach offstream gemacht. Da. Das haben wir. Die Power Gems dafür haben wir auch. Wir haben alle Power Gems für Wasser. Die habe ich eben noch aufgefüllt. Bedeutet, wir werden gleich losziehen, nachdem ich mein Inventar hier so ein bisschen geleert habe. Wir werden gleich losziehen. Wasser, Magie auf Stufe 5 bringen. Dann die Lichtmagie auf Stufe 5 bringen. Und dann, ganz cool, werden wir die Götterquest von Bombi anfangen. Die spielen wir heute auch. Dann habe ich die auch mal gemacht. Ich habe mich mit Absicht zurückgehalten eine ganze Weile. Weil meine Streams als Guides genutzt wurden und ich möchte nicht der Depp sein, der für andere Leute die Denkarbeit übernimmt. Und denen solche Quests vorkaut. Na? Hat Bombi so schön viel Arbeit reingesteckt. Dann sollen sich die Leute auch die Arbeit machen und sie tatsächlich spielen. Moin, Friso. Schön, dass du da bist. So. Wir nehmen dieses Buch mit. Wir nehmen. Da kratzt es im Hals. So, 5. Nein, nicht das. Das da. So, wir dürften 75, 150, 300. Sollte passen. Und dann gehen wir rüber und sammeln uns die Lichtmagie ein. Was steht heute bei mir an? Bei mir steht heute an, Wassermagie und Lichtmagie auf Stufe 5 zu bringen und danach machen wir Bombis Götterquest. Das steht bei mir an. Weil dank dem Kroko, das wir gestern gelegt haben, wir zwei und die Bücher, die du mir gegeben hast, sind wir in der Lage, den Kram hier komplett auf Stufe 5 hochleveln zu können. Ob wir die Bögen, in Anführungszeichen, dann alle komplett auf Stufe 5 schon bauen können, von den Ressourcen her, sei mal dahingestellt. Aber wir können das theoretische Level auf Stufe 5 packen.
So ein Frostriesen hätte ich auch gerne noch. Aber ich weiß, wie lange Bommi da dran gesessen hat, den zu kriegen. Alles auf einmal, okay. Ich frage gar nicht erst. Wo ist mein Wolf? Hier fährt der Wolf. Komm her, du Wolf. Ein Yeti. Ich hoffe, der portet sich hinterher. Ich muss mal gucken, wie man sich ein Yeti herstellt. Ram, komm her! Da ist er! Hey! Ich habe noch keine Ahnung, wie er sich in Kämpfen verhält. Ich bin bisher nur durch Sepamero durch. Hab den ordentlich gelevelt. Au. Angreifen scheint nicht so seins zu sein. Er steht bestimmt in der Tür. Wie bekommst du mit etwas Glück gegen Herzen bei Hanuman? Okay. Muss ich mal gucken, ob ich das Glück habe. Unbedingt wenig Schaden macht er jetzt nicht, ne? Gut gelevelt. Vielleicht level ich inzwischen drin mal ein bisschen auf Stärke. Ich meine, er hat zwar 70% Levelwahrscheinlichkeit auf Stärke, aber so für ein, zwei Level die Stärke so ein bisschen pushen ist vielleicht nicht so schlecht. Das Gekletter wieder los. Ich sag euch, wenn das heute so ganz krass streikt, dann nutze ich meine magischen Kräfte und fliege die 2 Meter nach oben. Hust. Möchte hier bitte, bitte gerne hoch, danke. Möchte hier bitte gerne hoch. Hat sie spontan losgelassen. Okay. Genauso wie hier. Ha! Keine Ahnung, was Funcom gemacht hat, aber das Klettersystem ist hinüber. Ugh.
Seit dem Ausdauer-Update ist das Klettersystem hinüber. Na? Nee, nee, nee. Ich wollte zu dieser Kiste da. Wow, kannst du behalten. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Oh, es hat wunderbar geklappt. Hervorragend. Damit haben wir Lichtmagie auf Stufe 5. Nice. Und wir haben Loot bekommen. Mal aufmachen. Episch. Epischer Loot. Nee, besser legendärer Loot. Wow. Legendärer Loot. Krass, was man nicht alles so bekommt, ne? Ey. Kram, komm mit. Wir gehen wieder zu Bombi, wir sind hier durch. Nee, gar nicht wahr. Wir gehen jetzt unten ans Wasser. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Da ist das Schiffchen. Wir werden den Dungeon nicht laufen, wir rennen. Wir schwimmen durch. Bis zum Dings. Es müsste da hinten irgendwie sein. Brauchen wir gar nicht so weit. Da hinten müssen wir hin. Da unten müssen wir hin. Da. Eieiei. Dann haben wir auch die Wassermagie auf Stufe 5. Dann fehlt uns nur noch die Luftmagie und die Blutmagie auf Stufe 5.
Nice, habe ich auch so ein cooles. Was? Ich habe keinen Award bekommen dafür? Mensch. Da gab es diesmal keine Kiste. Tütüm. Na gut. Gehen wir wieder heim, machen die Götterquest. Nachdem wir geschaut haben, wie weit wir den Bogen für die Wassermagie aufleveln können. Ram steht brav am Strand und wartet auf uns. Guten Tag, hast du mich vermisst? Gut. So, es geht heimwärts. War ein kurzer Ausflug in den Dschungel. Hat sich gelohnt. Feuermagie schon. Oh. Und die Blutmagie. Oh. Mal gucken, was sie so hat. Ein Bett. Er hat ein Lager. Ich habe noch kein Lager. Moneten? Oh. Moneten. Hat ganz viel Zeugs. Kleiner Balkon. Warum auch nicht? Schätze. Die Farben haben keine Bezeichnung bekommen. Bitte. Ich bin gespannt, was er noch so baut, wenn er dann irgendwann mal baut. Groß baut. Er hat angefangen zu bauen. Oh. Was baut er denn so Schönes? Das sieht nice aus. Oh, die Erdmagie hat er auch schon. Schon vor langer Zeit. Oben ist nicht viel, ist mir egal, ich will gucken. Aber die Bauteile passen hier gut rein. Nur die Grundstruktur fürs Baumhaus. Der Herr baut ein Baumhaus. Nice. Dann versperrt mir die Tür. Nehmen wir die Wand.
das war ein großes Vieh. Nice. Alchemistische Grundsubstanz ist jetzt meine. Ja, du bekommst das Wildfleisch. So, wir gehen heim. Lassen hier alles so ein bisschen einruckeln. Ruckel, ruckel. Fertig geruckelt. Ziemlich cool. So, wir müssen eins nach oben. Starten mal hier zum Gucken, was wir brauchen. Dafür. Hey. Cool. Ah, okay. Chronyxium werden wir nicht haben. Ach, die brauchen immer das Gleiche, fällt mir gerade auf. Aha. Die brauchen immer das Gleiche. So ziemlich. Zumindest für die letzten beiden. Die ersten beiden haben dann irgendwelche Blumen, die anders sind. Glaube ich. So, bis auf Stufe 3 können wir machen. Hier fehlt uns Chronyxium Barren und das Xarium Barren, aber was soll's. Da bin ich seit dem letzten Stream noch nicht dazu gekommen, die entsprechend mal auf Vorrat vorzubereiten. Materialien hätte ich, aber ich war zu faul. Ich war einfach zu faul. So, genau so hier wahrscheinlich, ne? Nee. Sie sind ähnlich. Sie sind sehr ähnlich. Gut, dass ich das letzte Mal ein extra Dings geholt habe, ne? So, was ist das? Fragment of Demise. Davon müsste ich noch ein paar haben. Oh ja, wunderbar. Hier die Vulkanbienen. Alles wird gut. Genau, Bobby, alles wird gut. Schluck das. Level auf. So. Das brauchen wir für Nummer 3. Barren, das kriegen wir hin. Habe ich hier oben welche? Die Möglichkeit besteht. Das ist Bronze. Habe ich unten, glaube ich, welche. Cool. Cool. Da. Ja, das Chronyxium Barren, da fehlt es uns dann. Aber zumindest Magic 3 können wir machen. Zumindest mal das. Er steht im Weg. Oh, ich wollte... Ernsthaft 2? Ah! Bei mir ist soweit alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut soweit. Au. Hm.
So, du wolltest Topas. Und das da. Danke. Ja, darfst du haben. Es beißt sich durch. Ja. Wie sagt Bobby immer so schön, alles wird gut. So. Bitteschön. Dieses Teil macht tatsächlich immer noch weniger Schaden. Da gibst du ihm recht. Das ist schön. Dieses Teil. Water Blast 4 macht immer noch weniger Gesundheitsschaden als die Ice Shards. Frostfire, das wäre auch nice. Blessing of. Was denn? Blessing of Athena. Das scheint irgendein Buff zu sein. Was brauchen wir denn dafür? Diese Color hast du nicht gesehen und Mystical Dust. Color hast du nicht gesehen? Mystical Dust, das wird nicht genug sein. Habe ich hier noch? Nein. Aber was mir, glaube ich, fehlt, ist der. Das. So, Carla, hast du nicht gesehen? 1A Name, wie ich finde. Carla, hast du nicht gesehen? Muss wieder Mystical Plant farmen gehen, irgendwann. Ah, wenn ich ein paar mehr von brauchen. Das ist auch ein Heal. Das ist ein minimaler Heal. Das ist interessant. Der Heal stackt. Das finde ich interessant. Das finde ich gar nicht mal doof. Das ist vielleicht für große Kämpfe. Ist das eigentlich ganz schön geil.
wenn der Heal stackt.